Hallo und willkommen zu diesem Video. Jetzt soll es darum gehen, die Google Services zu installieren. Ich habe die Dateien schon mal auf den USB-Stick hier kopiert. Das habe ich hier auf eine falsche Sprache umgestellt. So, Deutsch. Das Handy ist gerade hochgefahren. Das hat gerade den Werksreset hinter sich. Und jetzt richten wir das mal auf die Schnelle ein. Wir brauchen für diese Sache keine SIM-Karte oder sowas in der Art. WLAN sollten wir mal eben einrichten, wenn er denn das 5G findet. Ich habe hier normal 5G, das ist ein bisschen schneller. So, gebe ich mal eben das Passwort ein. Zack. So, verbunden, weiter, weiter, überspringen. Überspringen, 9, 9, 9, aktivieren, manuell, neues Gerät. Ich glaube, man merkt, dass ich das schon öfters gemacht habe. Jetzt stecke ich den USB-Stick mal dran. WLAN machen wir direkt erstmal aus, bevor der anfängt hier irgendwelche Updates zu laden. Jetzt gehen wir ins Menü, bei Apps, nochmal Apps, dann hier oben das Drei-Punkte-Menü, Systemprozesse anzeigen. In der Suche können wir jetzt hier DAT eingeben für Datensicherung, die stoppen wir, gehen auf Deinstallieren, ist die weg. Jetzt gehe ich hier wieder raus. Gehe bei System und Aktualisierung rein, Datum und Uhrzeit, automatisch ausschalten und das Jahr auf 2013 stellen. Hängt scheinbar mit der App zusammen, die das Backup wiederherstellt oder keine Ahnung. Das machen sie in allen Videos so. Dachte ich mir, oh, machst du das auch mal. Dann, wenn ich einmal hier bin, stelle ich mal, nee, ja doch. Eine Sache, die immer nervt, der schaltet immer nach 10 Sekunden ab. Da machen wir mal auf 30, auf 10 Minuten. Das ist ein bisschen angenehmer. So. Ja, der USB-Stick ist dran. Gehen wir hier bei Datei rein, Kategorie USB-Stick. Dann habe ich hier einen Ordner, Google Apps Fix heißt der. Und ihr seht, da sind etliche Dateien drin und Ordner. Also das ist nicht das Paket, was man runterlädt, um die Google Apps zu installieren. Das sind zahlreiche Pakete, weil ich habe alles Mögliche ausprobiert. Bei mir hat das nie so funktioniert, wie das in den Videos gezeigt wurde. Und deswegen habe ich etlichen Kram runtergeladen. Und am Endeffekt hat funktioniert dieses hier bei RWHY55. Das war aus einem chinesischen Video. Ich habe zwar nichts verstanden von dem, was er gesagt hat, aber ich habe ja gesehen, was er gemacht hat und habe das einfach nachgemacht. Die anderen Pakete, ich habe zigmal das Handy auf Werkseinstellung zurückgesetzt, es hat einfach nicht funktioniert. Ja, gehen wir hier mal rein. Hier ist jetzt ganz unten, das dauert einen Moment, der USB-Stick ist nicht der schnellste. Der muss jetzt erst hier laden, ihr seht, jetzt kommen die Symbole, der muss die Dateien analysieren. Jetzt ist hier das Backup. Das ist eine ältere Version, als wir gerade deinstalliert haben. Die installieren wir jetzt. Die installieren wir jetzt. Hierbei nicht erneut fragen, könnt ihr einen Haken machen. Dann kommt diese Abfrage nicht andauernd. Dann müsst ihr bei diesen ganzen Paketen, da ist immer ein Ordner dabei, der sich irgendwie Huawei oder so nennt. Da ist dann das Backup drin. Das müsst ihr in die Root-Ebene vom USB-Stick kopieren. Also auf den USB-Stick in der obersten Ebene, nicht in irgendeinen Ordner rein oder so. Und dann könnt ihr, wenn ihr hier reingeht, in Einstellungen, System und Aktualisierung, sichern und wiederherstellen, Datensicherung, die ist ja jetzt wieder da, zack, zack,
externer Speicher, USB-Speicher, dann wird die hiermit aufgelistet. Und welche war das denn jetzt, die wir da? Das sind im Prinzip eh alles die gleichen. Hier ist eine mal von einem Nova-Gerät, P30 Pro. Die sind hier vom P40 Pro Plus. Ich nehme jetzt mal hier die 2. Juli. Ich glaube, die war das. Wiederherstellen. Ja, genau, das war so ein komisches Passwort. ISTOESTIGADO 2020. Man hat 5 Versuche. Wo habe ich den Fehler? Ach, ich habe ein L vergessen. LI. Ach, ich habe da einiges falsch geschrieben, sehe ich gerade. STALI. So, dann wird das wieder hergestellt. Das ist diese berühmte, also das berühmte Lila G, was jetzt wieder hergestellt wurde. Diese App da. Und bei dieser App, da macht man jetzt im Endeffekt nichts anderes, als die zu starten. Und gibt ihr Administratorrechte. Jetzt müssen wir auch WLAN wieder einschalten. Dann zulassen, diesen blauen Button drücken und dann könnt ihr da rausgehen. Das war's. Jetzt gehen wir wieder auf den USB-Stick in diesen Ordner hier rein. Wenn das in diesem Video funktioniert, dann werde ich auch diese Dateien hochladen. So, jetzt installieren wir hier die ersten 6 Dateien, also bis hierhin, bis GMS. Den Rest installieren wir noch nicht. Installieren, fertig. Installieren, fertig. Installieren, fertig. Installieren, fertig. Jetzt kommen die etwas größeren Pakete. Ja, und das hier unten, das sind die Dienste, die Google Play Dienste oder Services, die brauchen am längsten. Das ist eine ziemlich große Datei. Klicken wir auf Fertig. Jetzt können wir hier erstmal rausgehen. Und starten hier diesen FRP-Bypass. Dann wählen wir hier oben im 3-Punkte-Menü Browser-Anmeldung. Okay. Dann kommt nichts. Ich muss auch das Datum wieder umstellen, fällt mir gerade ein. Wo war's? Ach, ganz unten. Datum und Uhrzeit. Stellen wir mal hier 2020 wieder ein und dann machen wir das hier wieder auf Automatik. Gehen wir da nochmal rein. So. Jetzt die E-Mail-Adresse eingeben. Das ist korrekt. Dieses SwiftKey geht mir auch auf den Nerv. So, jetzt muss ich mal eben mein Passwort eingeben, das ist ein bisschen länger. So, hier gab es gerade einen kleinen Cut. Das Galaxy S20 Plus, mit dem ich aufnehme, hat einfach die Aufnahme beendet. Schade. Ja, das ist das, was häufig passiert. Fehler, nicht, also Anmeldung nicht möglich.
weil die Google-Server angeblich nicht erreichbar sind oder Probleme. Also das kommt wirklich andauernd. Dann wieder Passwort eingeben. Ich kopiere das am besten mal in der Zwischenzeit. So, das S20 beendet die Aufnahme immer, weil ich auch dort da wird ja auch nach der Bestätigung gefragt. Deswegen hat er dann immer die Aufnahme beendet. So, wenn das so ist, dass ihr immer diesen Fehler bekommt, dann geht ihr hier raus, wieder in den Dateimanager und dann installiert ihr erst hier unten GSF, das Framework. Ich mach schon mal, hat er das jetzt installiert? Was war das denn? Installieren. Mal Ton ausmachen, da kommen nämlich gleich immer Benachrichtigungen. Jetzt machen wir das hier noch mal. Ja, das ist das, was ich meine. In den Videos sieht das so easy aus, da funktioniert das beim ersten Mal. Und hier kommt immer derselbe Mist. Wir können mal Folgendes probieren. Wir gehen jetzt hier mal in Einstellungen, Nutzerkonten hinzufügen, Google-Konto hinzufügen. Daten werden geprüft. Ich probiere das jetzt einfach hier mal. Wieder diese Bestätigung. Ja. Oh, jetzt funktioniert's. Also hier geht's. Wenn ihr also bei dem anderen Ding immer diese Fehlermeldung bekommt, dann macht ihr es hier rüber. Cool. Also Kontakte-Sync, das geht jetzt schon. Coole Sache. Also einfach in den Einstellungen bei Nutzerkonten. Nicht bei Google, bei Nutzerkonten. Und wenn ihr dann auf Google tippt, seid ihr da angemeldet. Also haben wir das schon mal hingekriegt. Jetzt müsste, wenn ich hier rausgehe, Dateimanager, jetzt installiere ich mal den Play Store. Installieren. Und natürlich aufmachen. Tada, Play Store funktioniert. Bam. Ja, war ja doch ganz easy. Mensch, mal gucken, ob hier eine von meinen Apps, die ich immer benutze. Warum kann ich denn hier nicht klicken? Alle prüfen? Ach so. Installieren wir hier mal so ein bisschen was. Er installiert. Funktioniert also. Ja. Ging ja doch einfacher, als ich dachte. Bevor ihr jetzt Firmware-Update macht, ihr könnt ja jetzt das Update wieder auf 147 machen. Vorher müssen wir jetzt die Google-Dienste etc. auf den aktuellen Stand bringen. Das machen wir jetzt mal. Wir installieren mal den Chrome. Der Browser, der hier drauf ist, von Huawei, ich mag den nicht. Ich bin halt Chrome-User. Mach mal hin, ich will hier was zeigen. Mein Konto? Geil, das läuft. Jetzt gehen wir bei APK Mirror. Ja klar, wir akzeptieren alles. Da geben wir. Google.
Was hat er da denn geschrieben? Ach, ich habe das I vergessen gehabt. Google Services. Dies, seht ihr, dass das nervt? Was soll der Mist ewig? So, jetzt haben wir hier die aktuellen Play Services. Welche waren denn auf dem USB-Stick drauf? Das ist jetzt hier 20, 30, 19. Und auf dem Stick haben wir drauf, wir haben installiert 20, 9, 14. Das heißt, wir laden jetzt hier mal. Eine aktuelle Version runter und installieren die und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Zack. Meine Fresse, was soll das denn? Wer will denn diesen Mist? Ich will doch nur einfach das runterladen. Ich muss unbedingt Edgard installieren. Ich kann euch empfehlen, nehmt Edgard. Diese ganze Müll hier, diese ganze Werbung, das seht ihr mit Edgard überhaupt nicht. So, wir brauchen 64-Bit. No DPI. Hier. Ihr müsst darauf achten. 64-Bit, V8A und No DPI. Dann scrollen wir schnell runter, bevor dieser Werbebalken kommt, wo man warten muss, bis der voll ist. Und dann kann man nämlich schnell Download drücken. Dann lädt er das runter. Machen wir mal öffnen. Du sollst doch nicht fragen. Und dann installieren. Mal gucken, ob das klappt. Installation war erfolgreich. Wenn ihr nämlich das Update macht auf 147, also auf die aktuelle Firmware, dann wird das lila G nicht mehr funktionieren. Ihr müsst also jetzt vor dem Update alles auf den neuesten Stand bringen und dann könnt ihr upgraden auf eine neuere, bessere Firmware. In der 147er sind hier einige Sachen betreffend der Kamera drin, die besser geworden sind. Es lohnt sich also schon, auf die Firmware zu upgraden, aber ihr müsst alles auf den aktuellen Stand bringen. Bei APK Mirror findet ihr die nötigen Dateien. Wir haben jetzt hier die Services, hier sind ja die ganzen Google-Anwendungen. Alles, was ihr im Play Store nicht bekommt, ladet ihr euch hier aktuell runter und installiert das. Und dann solltet ihr relativ entspannt die 147 flashen können. Und ich denke mal, nächste Woche oder übernächste Woche, dann wird das Lila G auch auf der 147er funktionieren. Das ist ja nur eine Frage der Zeit, dieses Katz-und-Maus-Spiel, ne? Die einen machen es kaputt, die anderen reparieren es wieder oder finden einen anderen Weg. Die einen machen die Tür zu und die anderen finden eine Lücke, machen eine andere Tür auf. Das ist doch das Katz-und-Maus-Spiel, das wir schon seit Jahren kennen. Das ist ja mit den Jailbreaks und mit Root ist das so. Und hier ist es jetzt halt mit Google Services und Lila G so. Also, oder LZ Play heißt die App. Es ist immer wieder dasselbe. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Nochmal kurze Zusammenfassung. Wenn ihr bei FRP Bypass nicht, also immer die Meldung bekommt, dass ihr, also dass die Google-Server nicht erreicht werden können oder Verbindungsprobleme, bla bla, dann bei Einstellungen reingehen, hier unten Nutzerkonten, Konto hinzufügen, Google und dann habt ihr das da drin. Ihr seht hier Personen, Details, Kontakte, Chrome wird synchronisiert, das funktioniert. Es gibt natürlich so ein paar Apps, die nicht funktionieren. Eine App hat letztes Mal nicht funktioniert. Ich will mal eben probieren, ob die jetzt funktioniert. Und zwar ist das, was mache ich denn? Regen, Alarm, Plus. Wo ist er? Hier, die habe ich gekauft. Installieren wir die mal. Die hat nämlich nicht funktioniert, weil die Google-Dienste zu alt waren. Jetzt habe ich aber aktuelle Google-Dienste drauf. Machen wir mal so also Test, ob das jetzt geht. Jetzt funktioniert's. Ja, das ist doch super. Letztes Mal stand hier Google Services aktualisieren. Also selbst die App funktioniert jetzt. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche euch, dass es so schnell klappt wie jetzt hier bei mir. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.